Gewisse Bücher kann man sehr oft lesen und sie bleiben stets neu, weil sie in unterschiedlichen Lebenssituationen immer wieder etwas Neues zu sagen haben. Eines dieser Bücher ist die Geschichte einer Seele, die Selbstbiografie der heiligen Therese vom Kinde Jesus bzw. der heiligen Therese von Lisieux. Insbesondere für Leute, die sich intensiv mit dem synodalen Weg beschäftigen, wie ich das tue in diesem Kanal, ist dieses Buch ein wirklicher Schatz. Denn es gibt sehr viele Sätze, die die Irrtümer des synodalen Weges widerlegen. Ich werde hier eine ganz kurze Stelle zitieren aus dem Prolog. Und in diesem einen Satz ist eigentlich alles widerlegt, was der synodale Weg anstrebt. Dieser Hybris, dieser Hochmut des synodalen Weges. Und die Heilige aus Lisieux sagt, Sie erklärt gewissermaßen, was Vollkommenheit ist, also was im Grunde Heiligkeit bedeutet. Und zwar, sie sagt, die Vollkommenheit besteht darin, seinen Willen zu tun, also den Willen Gottes, also die 10 Gebote zu beachten. Aber sie setzt dann fort, die Vollkommenheit besteht darin, das zu sein, was er will, dass wir seien. Das heißt, wir müssen seine Ordnung, seine Schöpfung akzeptieren, ja. Also wir müssen das akzeptieren, was Gott will, beziehungsweise was Gott erschaffen hat, und zwar auch uns. Und das ist sehr wichtig, weil eines der Schlagwörter des synodalen Weges ist die Idee der Selbstbestimmung. Ja? Diese Idee, dass der Mensch sich selbst macht. Ja? Er hat nicht eine Natur, die ihm vorgegeben wird. Ja? Er hat keine Berufung, die ihm vorgegeben wird, sondern er selber macht sich diese Dinge. Ja? Diese Idee der Selbstbestimmung, das ist eines der größten Heresien der modernen Zeit. Und ich hoffe, dass bald ein Papst eigentlich erklärt, dass diese ganze Idee der Selbstbestimmung völlig falsch ist und außerdem noch gegen Gott gerichtet ist. Und hier erklärt ganz klar die heilige Therese vom Kinde Jesus, ich muss akzeptieren, ich muss auch mit Freude annehmen, was Gott will, dass ich bin oder wie Gott mich erschaffen hat. Und das ist eine Sache, mit dem der synodale Weg eine unglaubliche Schwierigkeiten hat, und zwar in allen Ebenen. Also nicht nur mit der Natur des Menschen, aber der synodale Weg kann nicht akzeptieren, wie die Kirche ist, ja, was die die hierarchische Verfassung der Kirche ist, also dass es Bischöfe gibt, dass es Priester gibt, dass es Laien gibt, dass gewisse Personen nicht eben Priester werden können, wie zum Beispiel Frauen. Das kann der synodale Weg nicht akzeptieren. Der synodale Weg kann nicht akzeptieren, dass es eine Moral gibt, dass es ein Dekalog gibt, welches von Gott erschaffen worden ist. Deshalb meint der synodale Weg, eine völlig neue Moral fabrizieren zu können und so weiter. Das heißt, wenn der synodale Weg einfach das befolgen würde, was sie hier sagt, die Vollkommenheit besteht darin, seinen Willen zu tun, das zu sein, was er will, dass wir sein, und damit hat der synodale Weg und sehr viele linkskatholische Theologen in Deutschland ein Riesenproblem, und zwar die Natur so zu akzeptieren, wie sie ist. Ja? Deshalb ist hier das Naturrecht in der deutschen Theologie wirklich oft angefochten, ja? Und deshalb haben die auch solche Probleme mit Enzykliken, wie zum Beispiel Humane Vitae. Aber das Interessante hier ist, dass wie die heilige Therese vom Kinde Jesu diesen Satz begründet. Und zwar, sie begründet diesen Satz in einer sehr anti-egalitären Art und Weise. Ja, das ist wirklich unglaublich. Das heißt, man muss auch diese Ungleichheit, die Gott erschaffen hat in seiner Schöpfung, auch annehmen, und zwar mit Freude, weil sie gut ist. Und zwar deshalb, sie ist gut, weil sie so von Gott kommt. Sie erklärt das folgendermaßen. Er, also Gott, wollte die großen Heiligen schaffen, vergleichbar den Lilien und den Rosen. Ja, sie benutzt ja immer sehr oft diese Blumen sozusagen als Metaphern für Menschen, für Seelen. Aber er hat auch kleinere geschaffen, und diese sollen sich begnügen, Maßlieb, Liebchen oder Veilchen zu sein. Dazu bestimmt, die Blicke des lieben Gottes zu erfreuen, wenn er sie zu seinen Füßen erniedrigt. Das heißt, damit ich den Willen Gottes, die Liebe Gottes verstehe, muss ich auch verstehen, dass seine Schöpfung, ja, ungleich ist. Und es gibt Ungleichheiten zwischen den Menschen. Und es gibt Leute, die eben, ja, große Kirchenlehrer sind, große Heilige, große Bischöfe, Päpste etc. Und andere sind sehr einfach. Ja, aber das bedeutet nicht, dass man weniger heilig sein kann. Ja, dann sagt sie eben, dann sagt sie diesen Satz, also schreibt sie diesen Satz, die Vollkommenheit besteht darin, seinen Willen zu tun, das zu sein, was er will, dass wir sein.
Ja, aber diese Ungleichheit besteht nicht darin, bedeutet nicht, dass einige nicht die Möglichkeit haben, heilig zu werden oder sehr große Heilige zu werden. Denn die Heiligkeit rührt von einer anderen Tatsache. Und zwar, das erklärt sie auch, ich begriff auch, dass die Liebe unseres Herrn sich ebenso gut in der einfachsten Seele offenbart, die in nichts seiner Gnade widersteht, wie in der erhabensten. Das heißt, das Wichtigste ist im Grunde genommen im Leben, nicht ob ich jetzt Papst bin oder Bischof oder normaler Laie, das Wichtigste ist die Liebe und dass ich nicht die Gnade, die mir Gott geben will, widerstehe. Ja? Und genau das Gegenteil davon sehen wir im synodalen Weg. Ja? Die Kirche ist insgesamt eine Gnade. Die Moral ist eine Gnade, ist ein Geschenk Gottes. Ja? Das Priestertum ist ein Geschenk Gottes. Diese ganzen Dinge werden aber im synodalen Weg mit Misstrauen angesehen. Ja, als eine Quelle von Ungerechtigkeit, als eine Quelle ja, von Ungleichheit, von Missbrauch, von Machtmissbrauch etc. Anstatt diese Dinge als Geschenke Gottes anzusehen, insbesondere natürlich die Kirche und das Priestertum. Ja? Denn durch die Kirche und das Priestertum erhalten wir das Heil. Ja? Aber genau das Gegenteil von dem sagt im Grunde genommen der synodale Weg. Der synodale Weg, anstatt diese ganzen Dinge da zu fabrizieren, die sie da fabriziert haben, diese ganzen Dokumente, hätten sich am besten hiermit beschäftigen können, erstmal, und über solche Bücher eine Erneuerung der Seelen der Menschen, eine Erneuerung der Kirche, eine wahre Reform im Geiste von solchen Heiligen. Damit hätten sie viel mehr erreicht, um die Missbrauchskrise zu überwinden und außerdem noch den katholischen Glauben in Deutschland zu erneuern. Vielen Dank.